Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen. Ich bin froh, dass wir so viele sind heute am Antikriegstag. Ich will einfach nochmal daran erinnern, warum wir den Antikriegstag begehen. Am 1. September 1939 hat dieses Land hier Polen angegriffen und damit den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Und dieser Zweite Weltkrieg hat Millionen Tote verursacht und war Teil, da fand zum Teil ein Vernichtungskrieg statt, der insbesondere im Osten, in der damaligen Sowjetunion oder in Jugoslawien, hat die Wehrmacht dort gewütet. Und es ist so, dass damit die Shoah, der Holocaust, Teil quasi dieser Politik war. Dort sind Millionen Juden, Jüdinnen, Sinti, Roma, politische Widerständler umgebracht worden, bestialisch in Auschwitz und in anderen Konzentrationslagern. Das war damals der 1. September 1939 und es war von hier aus. Sehr häufig wird es vergessen und ich hatte so ein bisschen am Samstag den Eindruck, dass auch da manche vergessen haben, was eigentlich bestimmte rechte Entwicklungen bedeuten. Den 1. September 1939, der DGB hat dann beschlossen, gemeinsam mit der Friedensbewegung, das als Antikriegstag zu begehen, nach dem, was wir gerade schon gehört haben, nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz. Ich halte das für eine ganz zentrale Geschichte. Und wir haben trotzdem die Situation gehabt, dass damals dieses Land wieder bewaffnet wurde, 1956 mit der Wiederbewaffnung. Und Stück für Stück wurde die Bundeswehr wieder zu einer Armee, die jetzt auch wieder umfangreich im Auslandseinsatz ist. Es ist aber auch eine Armee, und damit hatte ich mich die letzte Zeit viel beschäftigen müssen, die in ihren Reihen, wie wir ja im Moment feststellen können, wie es bei Sicherheitsbehörden offensichtlich gerade ziemlich der Fall ist, in ihren Reihen eine ganze Reihe von Rechten und Rechtsextremen haben. Ich habe mich vor allem mit dem Kommando Spezialkräfte beschäftigt und es ist deutlich geworden, dass dieses Kommando Spezialkräfte in Calw, nicht so weit weg von hier, regelrecht durchsetzt ist von Rechten und Rechtsextremen. Und wir hatten schon bei der Gründung 1996 darauf hingewiesen, wer eine solche Elitetruppe aufbaut und wer eine solche Kampforientierung macht, der zieht die Rechten regelrecht an. Und genau das zeigte sich, dass genau diejenigen, die zum Teil genau zur Zeit dieser Zeit dort waren, dort an wesentlichen Funktionen waren. Jetzt wurde ein Teilbereich dieses Kommando Spezialkräfte aufgelöst. Aber ich sage klipp und klar, ich halte diese Truppe nicht für reformierbar. Wir fordern die gesamte Auflösung von dem Kommando Spezialkräfte. Und es ist offensichtlich so, dass über Jahre hinweg in diesem Kontext, und wir erleben es in der Gesellschaft immer mehr, es einfach hingenommen wird, dass quasi Rechte, rechtsextreme Neonazis ganz normal mitmarschieren. Und ich will das mal klipp und klar in Bezug auf den Samstag sagen, wer eine Demonstration mitmacht, in der gleichzeitig Neonazis mitlaufen, in deren Reichsflaggen und Reichskriegsflaggen getragen werden, der verharmlost gleichzeitig das, was ich gerade als Geschichte beschrieben habe. Und das darf nicht mehr sein. Und es ist ein Symbol, dass es Rechten gelungen ist, mit Reichsflaggen vor dem Deutschen Bundestag, vor dem Reichstag aufzutauchen. Ich halte das für unerträglich und den letzten klaren Ruf an alle, wir müssen gemeinsam gegen Rechts kämpfen, das darf nie wieder geschehen.
Und dieses regelmäßig so Rücksicht nehmen, quasi auf, naja, der ist ja auch irgendwie ein Mensch. Richtig, aber es ist unmenschlich, was diese Menschen formulieren. Und da müssen wir klipp und klar sein gegen rechts. Und da gibt es keine Kompromisse, sondern klipp und klar, wir müssen gegen diese rechten Positionen kämpfen. Es darf nie wieder geschehen, dass so etwas wieder hier in dieser Republik stattfindet. Wir sind heute hier wegen dem Antikriegstag. In einem Land, in dem es relativ viel inzwischen an militärischer und Rüstungs- und Kriegsstruktur gibt. Baden-Württemberg ist quasi ein Land, in dem es ganz zentrale Einrichtungen von Militär und Rüstung gibt. Eine habe ich schon benannt, das Kommando Spezialkräfte in Calw. Es gibt eine ganze Reihe weiterer. In Baden-Württemberg ist die Rüstungsindustrie sehr stark. Da sind zum Beispiel solche Unternehmen wie Airbus zu nennen oder auch am Bodensee ZF oder eine solche Firma wie Heckler & Koch. Und das sind Firmen, deren Waffen man in den verschiedenen Konflikten und Kriegen wiederfindet, weil sie exportiert wurden aus dieser Republik. Und ich will klipp und klar sagen, wir wollen eine Umwandlung dieser militärischen Produktion in zivile Produktion und wollen, dass endlich diese Rüstungsexporte aufhören. Wer Waffen liefert, macht sich mitschuldig. Und es ist klipp und klar, was gerade zum Beispiel nur eines der Beispiele in der Türkei passiert. Es ist so, dass bis heute Waffen aus Deutschland in die Türkei geliefert werden, obwohl dort Menschen aufgrund von dem, dass sie sich für demokratische Verhältnisse einsetzen, ins Gefängnis kommen, obwohl dieses Land zwei Nachbarländer überfallen hat und obwohl es so ist, dass da Stück für Stück eine Diktatur eingeführt wird. Es gibt weiterhin Waffenlieferungen an die Türkei. Und ich kann nur klipp und klar sagen, diese Bundesregierung macht sich mitschuldig, wenn sie weiterhin diese Waffen an die Türkei liefert. Wir fordern einen sofortigen Rüstungsexportstopp an die Türkei. Und das ist, wie gesagt, nur eines der Beispiele. Ich sitze ja im Verteidigungsausschuss und erlebe im Moment, dass wir Stück für Stück eines nach den nächsten neuen Rüstungsprojekten vorgelegt bekommen. Ich habe jetzt vor 3 Tagen eine Liste bekommen mit 29 sogenannten 25 MIO-Vorlagen. Das heißt, 29 Rüstungsprojekte, die mehr als 25 Millionen Euro kosten, die dann durch den Verteidigungsausschuss und durch den Haushaltsausschuss müssen. Da findet eine Aufrüstungswelle gerade statt. Diese Bundesregierung betreibt eine Aufrüstung und das ist meiner Ansicht nach unerträglich. Wir brauchen nicht mehr Waffen und mehr Rüstung. Wir brauchen Gelder, die zum Beispiel im Gesundheitswesen viel, viel besser aufgehoben werden. Ich will das auch mal ganz konkret machen, was da gerade geplant wird. Eine dieser 25 MIO-Vorlagen ist die sogenannte Eurodrohne. Das ist ein deutsch-französisches bewaffnetes Drohnenprojekt. Und das soll jetzt in der 41. Kalenderwoche im Verteidigungsausschuss abgestimmt werden. Wir ahnen, wie es abgestimmt wird. Das ist nämlich meistens so, dass die Koalition mit Schützenhilfe von FDP und AfD und leider meistens auch den Grünen diese Rüstungsprojekte anschafft. Und es ist einfach für mich unerträglich, weil ich ja gleichzeitig sehe, wie bestimmte Parteien sagen, sie würden sich für Frieden und Entspannung einsetzen. Und ich dann gleichzeitig sehe, was an konkreten Rüstungsprojekten genehmigt wird.
Ich kann nur klipp und klar sagen, ich fordere alle auf, im Haushalts- und Verteidigungsausschuss mal gegen diese Rüstungsprojekte zu stimmen und tatsächlich das Geld für anderes auszugeben. Und diese Drohnen, die da jetzt angeschafft werden sollen, sind es quasi der dritte Schritt bei der derzeitigen Planung im Bereich von Drohnen. Der zweite Schritt sind die sogenannten Heron-TP. Die sind bisher nicht bewaffnet, sind Überwachungsdrohnen, die hier in Deutschland gar keine Fluggenehmigung bekommen. Die sind in Israel stationiert und die sollen jetzt eine Bewaffnung bekommen. Bisher war es so, dass die SPD gesagt hat, sie stimmt dieser Bewaffnung nicht zu. Sie hat jetzt ihre Position geändert und gesagt, unter bestimmten Bedingungen stimmt sie dieser Bewaffnung zu. Und ich kann nur alle aufrufen dazu, an Abgeordnete zu schreiben, dass wir eine Bewaffnung von Drohnen nicht wollen, weil diese Entscheidung wird jetzt im Herbst fallen, entweder für diese Eurodrohne oder im Bereich der Heron-TP. Also keine bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr, das ist unerträglich. Und in dem Fall von Drohnen ist ja ganz interessant, dass bisher ja die Drohnenkriegsführung der USA nicht unwesentlich hier über Deutschland läuft. Da ist es so, dass in Ramstein die Relaisstation sitzt und in Afrikom in Stuttgart einen Teil der Planung. Deshalb ist die Forderung richtig nach Abzug dieser Truppen, nach Schließung von Ramstein, nach Schließung vom EUCOM und nach Schließung vom Afrikom. Wir wollen diese Militärstützpunkte nicht. Das Afrikom und das EUCOM liegen im Übrigen in einer Gegend, wo sehr gut eine Konversion stattfinden kann, nämlich eine vernünftige Nutzung für Wohnungen zum Beispiel, die ganz dringend notwendig wären in diesem Bereich. Und die US-amerikanischen Truppen haben ja nicht nur eine Relaisstation in Ramstein, sondern sie haben auch noch 20 Atomwaffen in Büchel. Und im Moment diskutiert die Bundesregierung, welches Waffensystem sie anschafft, um die sogenannte nukleare Teilhabe fortzusetzen. Nukleare Teilhabe heißt, deutsche Tornados bisher sind diejenigen, die diese US-amerikanischen Atomwaffen transportieren. Es sollte nicht darüber diskutiert werden, welche Waffen angeschafft werden. Annegret Kamm-Karrenbauer will die F-18, Fritz Felgentreu, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD, will die F-35. Nein, was wir brauchen ist, dass diese nukleare Teilhabe endlich beendet wird und dass diese Atomwaffen endlich abgezogen werden. Man muss sich das mal vorstellen, so lange sind die bisher hier stationiert und es gab bisher keine einzige Bundesregierung mit einer kleinen Ausnahme des ehemaligen Außenministers Westerwelle, der ernsthaft probiert hat, diese nukleare Teilhabe zu beenden. Deshalb nochmal klar eine Forderung an die gesamte Bundesregierung. Atomwaffen wollen wir nicht und wir wollen, dass sie insgesamt weltweit vernichtet werden und dass endlich diesem Atomwaffenvertrag, den du vorher erwähnt hattest, beigetreten wird, auch von der Bundesregierung. Die Bundesregierung ist bisher diesem Vertrag nicht beigetreten. Wir fordern sie dazu auf, das endlich zu tun. Liebe Freundinnen und Freunde, die Corona-Pandemie prägt alles. Und jetzt hat die Bundesregierung ein Konjunkturprogramm vorgelegt. Und ich bin ja viel gewohnt inzwischen, aber als ich das dann durchgelesen habe, dachte ich schon, es ist der Hammer. Dort steht drin, dass die Rüstungsindustrie 10 Milliarden Euro bekommt im Rahmen dieses Konjunkturpakets. Man muss sich das mal vorstellen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was eigentlich genau das Problem der Rüstungsindustrie gerade unter der Corona-Pandemie ist.
Offensichtlich scheint das eine politische Priorität zu sein. Was stattdessen notwendig wäre, ist, dass nicht diese 10 Milliarden für die Rüstungsindustrie da in diesem Konjunkturpaket drinsteht, sondern dass tatsächlich eine vernünftige Gesundheitsversorgung organisiert wird. Also keine 10 Milliarden an die Rüstungsindustrie, stattdessen eine vernünftige Finanzierung, zum Beispiel im Bereich des Gesundheitswesens. Ich zitiere mal aus dem Handelsblatt. Sie planen jetzt, 2 Korvetten anzuschaffen, die dann quasi ausgebaut werden. Insgesamt sollen es 5 werden. Es sind am Ende 2,8 Milliarden Euro, die für diese Korvetten bezahlt werden sollen. Und dann schreibt das Handelsblatt, die Gelegenheit für die Bestellung von neuen Korvetten für die Bundesregierung ist günstig, weil es ja dieses neue Konjunkturpaket gibt und weil man darin versprochen hat, unter Punkt 10, dass es eben diese 10 Milliarden Euro zusätzlich für die Rüstungsindustrie geben soll. Ich kann nur klar sagen, wer solche Konjunkturprogramme auflegt, hat die wirklichen Probleme in der Gesellschaft noch nicht verstanden. Die wirklichen Probleme liegen in der sozialen Spaltung, die vorangetrieben wird, und nicht darin, dass die Rüstungsindustrie angeblich zu wenig Geld bekommt. Wir haben die Situation, dass im Moment es eine Reihe von Ecken in dieser Welt eine konkrete Kriegsgefahr gibt. Und dann wird uns ja immer erklärt, es sei so wichtig, dass man in der NATO sei. Eine konkrete Kriegsgefahr, die es gerade gibt, ist zwischen Griechenland und der Türkei. Und um was geht es dort? Um den Zugang zu Erdgas. Jetzt sind sowohl Griechenland als auch die Türkei NATO-Staaten. Die Kriegsgefahr ist trotzdem sehr real. Und was macht die Bundesregierung? Sie macht ganz vorsichtig den Hinweis, dass vielleicht das, wie die Türkei da gerade agiert, problematisch ist. Völkerrechtlich ist die Situation weitestgehend nämlich geklärt. Und was die Bundesregierung stattdessen machen müsste, ist zu sagen, wir stellen die Rüstungsexporte in beide Länder ein und fordern sie auf, da nicht weiter quasi diesen Kriegstreiberkurs zu betreiben und insbesondere Richtung Türkei aufzuhören, quasi in völkerrechtlich eindeutig anderen Ländern zugeschriebenen Gebieten weiterhin nach Erdgas zu suchen. Ich kann klipp und klar sagen, die Bundesregierung muss hier vermitteln und nicht quasi weiter Waffen liefern. Der 1. September 1939 ist in meinen Augen ein wichtiges Datum, weil er eine Verpflichtung ist. Eine Verpflichtung, dass nie wieder Krieg auch von deutschem Boden aus passieren soll. Und wir erleben, dass die Bundeswehr in sehr vielen Auslandseinsätzen ist. Und ich will euch das mal beschreiben, wie verrückt es zum Teil läuft. Wir haben in Mali relativ viele Bundeswehrsoldaten. Da fand jetzt ein Putsch statt. Und wir haben gefragt, ja, was ist jetzt, ihr bildet doch da quasi Militärs aus. Es stellte sich jetzt raus, dass von den Putschisten offensichtlich welche bei der Bundeswehr ausgebildet sind. Und macht ihr jetzt den Bundeswehreinsatz weiter? Und dann war die Antwort, ja klar, natürlich, der Bundeswehreinsatz muss unbedingt weiterlaufen, die müssen unbedingt weiter ausgebildet werden. Die spannende Frage ist, bisher wurde uns begründet, man will die bisherige Regierung mit diesem Einsatz absichern. Jetzt fand da ein Putsch statt. Es ist offensichtlich so, dass das plötzlich gar keine Rolle mehr spielt. Nein, es ist manchmal so, dass ich den Eindruck habe, diese Auslandseinsätze, die für die Bundeswehr gestartet werden, das ist wie so eine Eigendynamik, die können im Sinne der Bundesregierung zum Teil gar nicht mehr aufgehört werden. Aber was jetzt notwendig wäre, ist, dass die Bundeswehr sofort aus Mali abgezogen wird. Das wäre das Richtige. Und nicht quasi zu sagen, wir machen weiter, egal ob da ein Putsch war. Abzug der Bundeswehr aus Mali, das ist die richtige Forderung.
Und der Auslandseinsatz in Afghanistan, der findet bis heute statt und bis heute erklärt uns die Bundesregierung, das sei richtig und sinnvoll. Ich war selber mit in Afghanistan und ich kann nur klipp und klar sagen, die meisten der Soldaten befinden sich in den Militärlagern selbst. Das Land selbst ist weitestgehend in einem Kriegszustand. Und was stattfindet, ist, dass man mit den Taliban eine Vereinbarung trifft und die Zivilgesellschaft darunter natürlich enorm leiden wird. Die Funktion der Bundeswehr ist dabei eine, die im Grunde genommen nur die Kriegsentwicklung quasi weiter unterstützt. Auch da ist es richtig, die Bundeswehr sofort abzuziehen. Und ich kann nur sagen, ich könnte die ganzen anderen Auslandseinsätze weitermachen. Es ist so, dass das, was ist, was eigentlich das Grundgesetz damals klipp und klar ausgeschlossen hat, da stand drin und steht bis heute drin, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Das war die Formulierung, die 1956 mit der Wiederbewaffnung reingekommen ist. Und was jetzt stattfindet, das ist keine Verteidigung, was da in den verschiedenen Auslandseinsätzen ist. Das sind Einsätze, die zum Teil geopolitische Interessen durchsetzen und zum Teil direkt dazu da sind, um Wirtschaftsinteressen oder Rohstoffzugänge zu sichern. Ich kann nur klipp und klar sagen, alle diese Auslandseinsätze machen keinen Sinn. Wir wollen sie nicht und wir wollen, dass sie beendet werden. Liebe Freundinnen und Freunde, der 1. September 1939 war der Beginn eines schrecklichen Krieges. Und das sollte uns heute Mahnung sein, tatsächlich diese Formel nie wieder Krieg umzusetzen. Und er sollte eine ganz wichtige Verpflichtung sein, dass wir immer klar antifaschistisch vorgehen. Es ist unerträglich, wie die Rechten in diesem Land Stück für Stück immer salonfähiger werden. Das dürfen wir nicht hinnehmen, das werden wir nicht hinnehmen, werden immer gegen diese Rechtsentwicklung Stellung beziehen. Vielen Dank. Ja, schönen Dank, Tobias, für deine kämpferische Rede und für deine klaren Worte.